In Aufgabe 8.2 geht es dann um Entscheidbarkeit, Semi-Entscheidbarkeit und Unentscheidbarkeit. Wir haben zwei Probleme gegeben, einmal TME-Länge und einmal TM-Palindrom. In Aufgabenteil A sollen wir dann einen Semi-Entscheidungsalgorithmus für das Problem TME-Länge angeben, um zu zeigen, dass es hierbei um ein semi-entscheidbares Problem handelt. Bei dem Problem TME-Länge haben wir als Eingabe eine Turingmaschine M gegeben und fragen uns, ob diese Turingmaschine bei der leeren Eingabe Epsilon eine Ausgabe der Länge 44.227 erzeugt. Um nun für dieses Problem einen Semi-Entscheidungsalgorithmus anzugeben, simulieren wir die Turingmaschine M, die wir als Eingabe erhalten, durch eine universelle Turingmaschine U. Konkret initialisieren wir U im ersten Schritt zur Simulation von M bei der leeren Eingabe. Anschließend simulieren wir M bei leerer Eingabe Epsilon durch U. Falls die Simulation von M nun in einer Haltekonfiguration ist, prüfen wir, ob die Ausgabe von M die Länge 44.227 hat. Wenn dies der Fall ist, akzeptieren wir, ansonsten lehnen wir ab. Jetzt müssen wir nur noch begründen, warum es sich bei diesem Algorithmus um einen korrekten Semi-Entscheidungsalgorithmus für das Problem TME-Länge handelt. Für eine korrekte Bearbeitung dieser Aufgabe ist eine solche Begründung sehr wichtig. Unser Semi-Entscheidungsalgorithmus enthält ja eine Turing-Maschine als Eingabe. Und für jede Turing-Maschine, die bei leerer Eingabe Epsilon nach einer endlichen Anzahl an Schritten anhält, hält unsere Simulation auch an. Anschließend akzeptiert unser Algorithmus genau dann, wenn die Ausgabe die Länge 44.227 hat. Also genau dann, wenn unsere Turing-Maschine eine Ja-Instanz für das Problem TME-Länge ist. Für alle anderen Turing-Maschinen, eben diese, die keine endliche Berechnung bei leerer Eingabe haben, terminiert unser Algorithmus auch nicht. Wir haben also einen Semi-Entscheidungsalgorithmus. Und damit Aufgabenteil A gelöst. In Aufgabenteil B sollen wir dann mit Hilfe des Satzes von Rice zeigen, dass das Problem TM-Palindrom nicht entscheidbar ist. Bei dem Problem TM-Palindrom erhalten wir als Eingabe eine Turingmaschine M und möchten wissen, ob diese Turingmaschine bei jeder Eingabe, bei der sie anhält, ein Palindrom als Ausgabe erzeugt. Kurz zur Erinnerung, der Satz von Rice besagt, dass wenn wir eine Menge S von berechenbaren partiellen Funktionen haben, die weder leer ist noch die Menge aller berechenbaren Funktionen ist, dann ist das Problem TM-Funk von S unentscheidbar. Bei dem Problem TM-Funk von S erhalten wir als Eingabe eine Turingmaschine und fragen uns, ob diese Turingmaschine eine Funktion aus S berechnet. Damit wir nun mithilfe des Satzes von Rice zeigen können, dass das Problem TM-Palindrom unentscheidbar ist, müssen wir es also in die entsprechende Form des Problem TM-Funk von S bringen. Die Menge S ist also genau die Menge aller berechenbaren Funktionen, für die bei allen Eingaben gilt, dass die Ausgabe, sofern es eine Ausgabe gibt, gleich der Ausgabe in umgekehrter Reihenfolge ist, also dass die Ausgabe ein Palindrom ist. Für diese Menge S von berechenbaren partiellen Funktionen ist das Problem TM-Palindrom also genau das Problem TM-Funk von S. Damit wir nun den Satz von Rice anwenden können, müssen wir lediglich noch zeigen, dass S weder die leere Menge ist, noch die Menge aller berechenbarer Funktionen. Um zu zeigen, dass S nicht leer ist, genügt es, eine Funktion anzugeben, die auf jeden Fall in S ist. Und in diesem Fall ist das zum Beispiel die Funktion, die jede Eingabe auf das leere Wort abbildet, denn das leere Wort ist ein Palindrom. Also ist es in der Menge S enthalten und die Menge S somit nicht leer. Generell könnten wir hierfür aber auch jede andere Funktion angeben, die bei beliebiger Eingabe ein Palindrom erzeugt. Um nun im zweiten Schritt zu zeigen, dass S auch nicht die Menge aller berechenbarer Funktionen ist, genügt es, eine Funktion anzugeben, die eben nicht in S enthalten ist. Für diesen Lösungsvorschlag wählen wir als Funktion die Funktion, die jede Eingabe auf das Wort AB abbildet. Da AB kein Palindrom ist, ist diese Funktion auch nicht in S enthalten und S ist somit auch nicht die Menge aller berechenbarer Funktionen, da mindestens eine Funktion nicht in S enthalten ist. Somit folgt nach dem Satz von Rice die Unentscheidbarkeit des Problems TM-Palindrom und wir haben Aufgabenteil B gelöst. Im letzten Aufgabenteil, Aufgabenteil C, sollen wir nun Lemma 16.2 nutzen, um zu zeigen, dass TM-Palindrom auch nicht semi-entscheidbar ist. Gucken wir uns zur kurzen Wiederholung noch einmal das Lemma 16.2 an. Die Aussage des Lemmas ist, dass eine Sprache genau dann entscheidbar ist, wenn sowohl die Sprache als auch das Komplement der Sprache semi-entscheidbar sind. Bezogen auf unsere Aufgabe bedeutet das, dass TM-Palindrom genau dann entscheidbar ist, wenn sowohl TM-Palindrom als auch das Komplementproblem semi-entscheidbar sind. In Aufgabenteil B haben wir aber schon gezeigt, dass das Problem TM-Palindrom unentscheidbar ist. Also muss entweder TM-Palindrom oder das Komplementproblem nicht semi-entscheidbar sein. Jetzt sollen wir in dieser Aufgabe ja genau zeigen, dass das Problem TM-Palindrom nicht semi-entscheidbar ist. Wir müssen also zeigen, dass das Komplementproblem von TM-Palindrom semi-entscheidbar ist. Denn daraus würde mithilfe des Lemmas 16.2 folgen, dass TM-Palindrom nicht semi-entscheidbar ist.
Zunächst einmal müssen wir nun das Komplementproblem von TM-Palindrom definieren. Dieses Komplementproblem sieht wie folgt aus. Gegeben einer Turingmaschine M ist die Frage, ob M bei irgendeiner Eingabe, bei der sie anhält, kein Palindrom erzeugt. Um nun zu zeigen, dass das Komplementproblem von TM-Palindrom semi-entscheidbar ist, nutzen wir die gleiche Idee, die wir schon im Aufgabenteil A genutzt haben, um zu zeigen, dass das Problem TM-E-Länge semi-entscheidbar ist. Wir geben einen Semi-Entscheidungsalgorithmus für das Problem an. Der Semi-Entscheidungsalgorithmus für das Komplementproblem von TM-Palindrom sieht nun wie folgt aus. Wir werden wieder eine universelle Turingmaschine U nutzen, um die eingegebene Turingmaschine M zu simulieren. Zunächst im ersten Schritt setzen wir jedoch N gleich 0. Anschließend iterieren wir über jedes Wort aus Sigma Stern, welches maximal die Länge N hat. Wir initialisieren unsere universelle Turingmaschine U zur Simulation von M bei Eingabe vom Wort W. Anschließend simulieren wir M bei Eingabe von Wort W für N Schritte. Falls sich M, also die Simulation von M, in einer Haltekonfiguration befindet, prüfen wir, ob es sich bei der Ausgabe von M um ein Palindrom handelt. Falls nein, akzeptieren wir. Denn in diesem Fall haben wir eine Eingabe gefunden, bei der die Turingmaschine M kein Palindrom als Ausgabe hat. Das machen wir für alle Wörter aus Sigma Stern, die maximal Länge N haben. Sollten wir unter diesen Wörtern keine Eingabe gefunden haben, die zu einer Ausgabe führt, die kein Palindrom ist, erhöhen wir N um 1 und machen weiter. Jetzt müssen wir nur noch die Korrektheit unseres Semi-Entscheidungsalgorithmus begründen. Hierbei ist wichtig, dass wir unsere Turing-Maschine jeweils nur für N-Schritte simulieren. Denn stellen wir uns beispielsweise vor, dass die Turing-Maschine M für ein kurzes Wort nicht terminiert, dann würde auch die Simulation für dieses Wort nicht terminieren. Das würde allerdings bedeuten, dass wir längere Wörter gar nicht testen würden und somit eine Eingabe, die zu einer Ausgabe führt, die kein Palindrom ist, eventuell nie finden würden. Da wir die Turing-Maschine aber jeweils nur für endlich viele Schritte simulieren, können wir sicherstellen, dass dies nicht passiert und wir somit alle Wörter testen. Da wir somit alle Eingaben testen können und unser Algorithmus genau dann akzeptiert, wenn wir eine Eingabe gefunden haben, die zu einer Ausgabe führt, die kein Palindrom ist, haben wir einen korrekten Semi-Entscheidungsalgorithmus für das Komplementproblem von TM-Palindrom gefunden. Bitte beachtet, dass ich in diesem Video wieder viele Begründungen nur mündlich gegeben habe und diese Aussagen für eine vollständige Bearbeitung der Aufgabe aufgeschrieben werden müssten. Nichtsdestotrotz haben wir hiermit gezeigt, dass das Problem TM-Palindrom nicht semi-entscheidbar ist, da das Komplementproblem semi-entscheidbar ist und wir in Aufgabenteil B schon gezeigt haben, dass das Problem TM-Palindrom unentscheidbar ist. Und damit haben wir Aufgabe 8.2 komplett gelöst.